Sturheit treibt Amerika in die Pleite, so titeln heute die Zeitungen. Barack Obama, der amerikanische Präsident, ist unter Druck, weil sich Demokraten und Republikaner partout nicht einigen können auf die US-Schuldenobergrenze. Bis zum 2. August hat man Zeit, dann wäre Amerika faktisch pleite. Was das bedeutet, wollen wir besprechen mit Michael Stegmüller von Performance IMC. Herr Stegmüller, wie sehen Sie überhaupt die Chancen, dass man sich nicht einigt? Muss man sich am Ende des Tages nicht auf die normative Kraft des faktischen besinnen und einfach sagen, wir müssen uns einigen? Ja, es wird eine Einigung geben aus meiner Sicht und ich denke auch, die Märkte sind relativ entspannt und schauen schon sehr weit über den 2. August hinaus. Aber ist es nicht der Wahnsinn, dass die Politik die Märkte mittlerweile so stark im Griff hat? Das sehen wir ja nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Es ist unsäglich, diese ganze Diskussion ist fast ein bisschen peinlich. Und ich denke, das Schlimmste wird natürlich schon sein, wenn die Ratingagenturen Amerika dafür abstrafen würden. Das soll vermieden werden. Aber ansonsten ist es schon ein sehr peinliches Bild, das wir da erleben müssen. Ich weiß, so eine Frage mögen Sie im Zweifel wahrscheinlich nicht. Was wäre, wenn? Also was passiert, wenn nichts passiert? Gibt es da ein Szenario, das Sie auch für sich als Vermögensverwalter einmal durchgespielt haben? Ja, also es ist im Prinzip für uns ja alle undenkbar, dass es passieren würde. Insofern gehen alle davon aus, es gibt eine Einigung. Wenn es nicht passieren würde, klar haben wir das Szenario schon durchgespielt, es wird Verwerfungen an den Märkten geben, kurzfristige, denn wir haben übergeordnete Rahmenbedingungen und ich denke, dass die amerikanischen Märkte insgesamt, gerade die Aktienmärkte auch fürs zweite Halbjahr, ganz gut aufgestellt sind. Denn wir haben, auch wenn es einen Einbruch gäbe, wir werden trotzdem niedrige Zinsen haben und die amerikanische Wirtschaft, die Unternehmensergebnisse sind nach wie vor sehr stabil. Im Gegenteil, sie sind nicht nur stabil, sie sind auf neuen Höchstständen. Insofern gute Aussichten fürs zweite Halbjahr. Ich sage schon wieder ein großes Aber noch dazu. Selbst wenn man sich einigt, muss Barack Obama, muss der Staat aber sparen. Milliardensummen müssen über die kommenden Monate, über die kommenden Jahre eingespart werden. Ist das nicht ein Faktor, der eher drücken sollte, auch auf die konjunkturellen Aussichten? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Allerdings ist die Mehrzahl der amerikanischen Unternehmen sind nicht Amerika tatsächlich, denn Amerika ist sehr stark internationalisiert. Die Unternehmensergebnisse werden zum Teil zu über 40% von internationalen Unternehmen sozusagen beigesteuert. Das heißt 25% aus den entwickelten Ländern und 15% aus den Schwellenländern. Insofern ist Amerika sehr international und kann damit eigentlich sehr gut leben. Höre ich da raus insgesamt? Sie haben es doch schon leicht angedeutet, dass Sie sehr optimistisch fürs zweite Halbjahr sind, insgesamt für die Börsen, also demnach auch für den DAX. Naja, also wir haben sehr viel Unsicherheit, aber die Märkte hätten schon sehr viele Möglichkeiten gehabt, tatsächlich deutlich tiefere Kurse zu produzieren. Und wenn man die Umstände der letzten Wochen einfach sich mal betrachtet, dann sind die Märkte eigentlich doch sehr stabil. Und die Unternehmensergebnisse, ich habe es bereits erwähnt, sind auf neuen Höchstständen am Jahresende. Das sollte eigentlich die Aktienmärkte abfedern. Insofern denke ich, Verwerfungen sind möglich, wenn Dinge passieren, die keiner vorausschauen kann. Aber die wirtschaftlichen Rahmendaten auf der Unternehmensseite sind sehr stabil. Die Unsicherheit ist da, das haben Sie angesprochen. Das lässt sich auch am Angstindikator Gold- und Silberpreis ablesen. Gold auf Allzeithoch, Silber nach diesem Run auf 50 Dollar natürlich zurückgekommen, aber jetzt nun in dieser aktuellen Bewegung auch wieder auf über 40 Dollar die Unze gestiegen. Sind das für Sie Größenordnungen, wo Sie Edelmetalle eher verkaufen würden oder wo Sie sagen, angesichts dieser Schuldendebatte muss man auch in Edelmetallen investiert bleiben? Ich bin der Meinung, Edelmetalle sollten genauso wie Rohstoffe einen Bestandteil einnehmen, aber es ist auch hier so, es ist unheimlich schwierig, ein Krisenszenario durchzuspielen. Insofern Diversifikation bleibt nach wie vor das wichtigste Mittel. Viele Investments tätigen und nicht sich auf eine oder andere Sache konzentrieren. Und auf Deutsch heißt das nichts anderes als nicht alle Eier in einen Korb, denn das bedeutet Diversifikation. Ganz herzlichen Dank an Michael Stegmüller von Performance IMC. Vielen Dank.